Sonne, die geht auf, na toll. Sie gibt uns nicht nur Licht, du weißt es. Mein Name ist Michael Häuser, bin seit 4 Jahren Baubürgermeister hier in Rheinstetten. Von der Ausbildung bin ich Bauingenieur. Mein Privathaus habe ich auch mit einer Solarthermieanlage ausgestattet. Momentan plane ich auch eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu machen. Aber es ist eben geplant, noch eine batteriegepufferte Photovoltaikanlage bei uns zu Hause aufs Dach zu machen. In Rheinstetten haben wir momentan 4 kommunale Anlagen. Die sind zum Teil auch Schulen und auch Sporthallen drauf. Die Anlagen haben Gesamtleistung von 330 Kilowatt Peak. Wir sind dabei, weitere zu planen. Wir wollen weitere realisieren. Am liebsten wäre es uns, das Ganze mit der Bürgerenergiegenossenschaft, die sich gerade in Gründung befindet, umzusetzen. Da sind die Gespräche gerade am Laufen und da sind wir guter Hoffnung, in den nächsten Jahren noch die ein oder andere Anlage dazu zu bekommen. Meine persönliche Motivation ist der Klimaschutz. Durch meine 2 Kinder ist es jetzt so, dass ich tatsächlich den Klimaschutz auch noch mal stärker in den Fokus bei mir gerückt hat. Meine Kinder haben auch ihr Verhalten, ihre Gewohnheiten verändert, um eben klimagerechter letztendlich zu leben. Und da ist mir einfach auch noch mal im Bewusstsein gekommen, wie wichtig das ist, dass wir die Kinder oder die Welt unseren Kindern weitergeben und die wieder ihren Kindern, dass wir eben nur eine Erde haben und mit der sorgsam umgehen müssen. Und da ist einfach das Thema Energie und Energiewende entscheidend für den Klimaschutz. Die Energiewende ist ein gesellschaftliches Großprojekt und gerade wir hier im Südwesten haben große Potenziale für Solarenergie, von daher bietet sich das an. Die Stromerzeugung durch Photovoltaik hat bei der Bevölkerung eine hohe Akzeptanz, weil es einfach eine saubere, billige und sichere Technik ist und daher bei der Bevölkerung auch keine großen Voreingenommenheiten da diesbezüglich gibt. Der Ausbau von Windkraft und Photovoltaik hat bei uns hier im Südwesten in Baden-Württemberg das größte Potenzial an den ganzen regenerativen Energieformen. Von daher gilt es auch, diese Energien hier zu fördern und auch einzusetzen. Rheinstetten als Kommune hat mehrere Möglichkeiten, sich für die regenerativen Energieformen einzusetzen. Vor allem Photovoltaik ist uns da im Großen ein Interesse daran, das umzusetzen. Zusammen mit der Umwelt- und Energieagentur des Landkreises Karlsruhe planen wir da zurzeit eine Photovoltaik-Initiative. Wir wollen die Bevölkerung informieren, wir wollen animieren, einfach Photovoltaik umzusetzen und Photovoltaikprojekte zu realisieren. Wir als Kommune müssen Vorbild sein und Vorreiter sein. Wir müssen eben nicht nur planen, sondern wir müssen ins Umsetzen kommen. In Rheinstetten sind momentan 5% der Dächer mit Photovoltaikanlagen belegt. Das ist viel zu wenig. Da müssen wir gucken, dass wir da einen größeren Prozentsatz hinbekommen. Denkt, dass einfach die Eintrittsschwelle noch zu hoch ist, sich mit dem Thema Photovoltaik auseinanderzusetzen. Das ist was, wo wir gucken müssen, dass wir diese Eintrittsschwelle so gering wie möglich halten. Im Idealfall würden wir das gemeinsam mit der Bürgerenergiegenossenschaft dann machen. Denen würden wir Dachflächen zur Verfügung stellen, die würden wir der Infrastruktur zur Verfügung stellen. Das macht für beide Seiten eine Win-Win-Situation. Die Bürger können partizipieren an der Photovoltaik und an der Solarenergie und wir als Kommune stellen unsere Dächer da dazu zur Verfügung. Photovoltaik muss fester Bestandteil der Bebauungspläne werden. Das kann sein in Form von Photovoltaiksatzung, das kann sein von Pflicht, dass eben die Bauherren Photovoltaik auf ihre Dächer montieren müssen. Das Ganze kann über städtebauliche Verträge dann bei den Grundstücksverkäufen auch gesichert werden. Es ist toll, wenn ich hier in Rheinstetten meine Herzensangelegenheiten vorantreiben und umsetzen kann. Wichtig ist, dass wir die Eintrittsschwelle für das Thema Photovoltaik so gering wie möglich halten, denn wenn man sich mal mit dem Thema Photovoltaik beschäftigt hat, sieht man, welche Vorteile das sind und eine Umsetzung kommt dann automatisch und liegt zwangsläufig auf der Hand.